Peter Willender hat Schnee bestellt, der ist pünktlich gekommen, für kosmetische Zwecke, hat er gesagt. Er hat kalte Temperaturen bestellt, die sind da. Oder er hat Sonne bestellt, die sind zumindest am Samstag, die ist am Samstag zumindest auch da. Also ich denke, ich habe einen sehr glücklichen OK-Präsident vor mir, oder? Ja, sicher schon. Also die Ausgangslage ist sicher ganz anders als letztes Jahr. Wir sehen, dass wir morgen ein super Rennen haben. Der Sonntag wird absolut auch gut und machbar. Der Sport wird ein sensationeller Kampf zeigen am Kuhnisbergli mit den verschiedensten Nationen, mit den verschiedensten Typen und Rennfahrern. Wir freuen uns darauf, es wird ein Riesen-Skifest werden. Er hat eben Nächte noch Schnee bekommen, etwa 30 cm hat er gesagt, oder er musste zu der Piste ausbringen. Da hat der Piste aber nicht geschadet. Der hat der Piste gar nicht geschadet. Das war sehr trockener, leichter Schnee. Es war problemlos, ihn rauszubringen. Es hat halt Arbeit gegeben. Heute den ganzen Tag mussten sie im Weltcup-Dorf räumen, die Tribünen putzen. Das ist halt Arbeit, die der Winter oder Schneefall bringt. Aber alle waren motiviert und haben gesagt, ja, jetzt ist der Winter gekommen, das ist gut, das machen wir gerne. Wenn ihr jetzt müsstet oder dürftet den Renntipp abgeben für einen Riesenslalom, lasst ihr euch da auf den Test raus, sagt ihr einen Namen? Ja, das wird ein bisschen die ähnlichen sein, die bei den anderen Rennen sind vor drei gefahren. Also das wird darum gehen, einen Christoffersen schlagen, es wird darum gehen, ganz sicher hier im Kuhnisbergli einen Hirschen schlagen. Es wird ein Neureuter, wenn er richtig gut drauf ist, um Riesenslalom vorne können mitfahren können. Und dann hoffen wir natürlich, dass ein Müvisier, Gaviezl, können mithalten und bei der Entschädigung dabei sein, wäre natürlich super. Wenn heute Abend jemand daheim noch Lust bekommt, morgen früh auf Adelboden anzureisen, Billet gibt es noch? Billet gibt es noch in der Swisscom-Zone, direkt am Ziel, mit Blick auf die Videowall auf den Zielhang. Jede Menge, auch für einen Sonntag, hat sogar noch Tribünen-Ticket. Kommen noch mal, es gibt ein gutes Skifest, es gibt hervorragenden Sport zum Sehen. Seid alle herzlich willkommen. Was dürfen wir euch zum Abschluss jetzt noch wünschen? Ein unfallfreies Wochenende. Dann schließen wir uns diesem Wunsch an. Merci vielmals, Peter Willen. Merci vielmals und allen ein schönes Wochenende.